Für die Beschichtung von Auffangwannen und Räumen zur Lagerung von Heizöl bietet Zwinkolor mit der Heizungskellerfarbe die optimale Schutzbeschichtung auf Putz-, Beton- und Estrichflächen. Der Untergrund muss den Bauanforderungen für Heizöllagerräume entsprechen. Prüfen Sie vorab den Untergrund auf Haftung, reinigen Sie diesen gründlich mit geeignetem Reinigungsmittel und vergewissern Sie sich, dass er fest, trocken, tragfähig und frei von Rissen und Fugen ist. Nicht tragfähige Altanstriche sollten vor der Beschichtung restlos entfernt werden. Für eine bauaufsichtlich geprüfte Beschichtung benötigen Sie drei Anstriche mit der Zwinkolor Heizungskellerfarbe. Nicht zu streichende Flächen kleben Sie bitte sorgfältig ab. Rühren Sie den Inhalt der Heizungskellerfarbe gut auf. Tragen Sie die graue Heizungskellerfarbe 10% wasserverdünnt gleichmäßig mit einem Farbroller auf. Starten Sie mit der Beschichtung von Ecken und Kanten. Nach einer Trockenzeit von ca. 8 Stunden ist der Anstrich überarbeitbar. Es folgt ein weiterer Anstrich mit der unverdünnten rotbraunen Heizungskellerfarbe. Unter Berücksichtigung der Trockenzeit folgt ein dritter Anstrich mit der unverdünnten grauen Heizungskellerfarbe. Eine umgekehrte Farbtonreihenfolge ist ebenfalls möglich. Um nachweisen zu können, dass Sie Ihren Untergrund ordnungsgemäß beschichtet haben, tragen Sie die einzelnen Schichten so auf, dass am oberen Rand jeweils 1 cm des vorherigen Anstriches sichtbar bleibt. Abschließend wird das zertifizierte Prüfzeugnis vom Etikett auf den Anstrichaufbau geklebt. Voll belastbar ist die fertige Beschichtung nach ungefähr 7 Tagen. 2 Farbtöne stehen Ihnen für die Zwinkolor Heizungskellerfarbe zur Verfügung.